Hoi miteinander, ich bin der Micha und ihr gehört heute das Geschichtli vom Froschkönig. Vor langer, langer Zeit hat ein König gelebt und dem seine jüngste Tochter, die war wunderschön. Neben dem Königsschloss hat es einen kleinen Wald gehabt. Und in dem Wald, unter einem alten Lindenbaum, ist ein Brunnen gestanden. Dort hat die jüngste Königstochter gern gespielt. Und zwar mit ihrem Lieblingsspielzeug, einer goldigen Kugel. Sie hat sie immer hochgeworfen und wieder gefangen. Hochgeworfen und wieder gefangen. Aber an einem Tag hat sie hochgeworfen und nicht mehr gefangen. Sie ist nämlich direkt in den Brunnen geplumpst und abgetaucht. Und der Brunnen war so tief, dass man nicht einmal den Grund gesehen hat. Sie war traurig und hat laut angefangen zu brüllen. Und plötzlich hat sie eine Stimme gehört. Du musst nicht brüllen, ich will dir helfen. Sie hat umgeschaut, aber weit und breit kein Mensch gesehen. Plötzlich sieht sie dort einen kleinen, dicken Frosch auf dem Brunnenrand hocken. Und der Frosch hat ihr helfen und die Kugel wieder auftauchen. Aber das Mädchen hat ihm versprechen, dass er ihre Spielkameradin sein darf. Dass er neben ihr am Tisch sitzen und aus ihrem Tellerli essen und in ihrem Bettli schlafen. Sie hat nicht lange überlegen und ihm alles versprochen. Der Frosch ist im Brunnen gekumpelt und hat die Kugel aufgeholt. Das Wichtigste für sie war, Hauptsache ihre Kugel wieder zu haben. Und wo sie die wieder hatte, ist sie schnell heimgerannt und hat ihr Versprechen schnell vergessen. Am nächsten Tag war der König mit seiner ganzen Familie am Znacht. Und dann ist der Frosch blitsch, platsch, die Stege darauf und hat an die Tür geklopft und gerufen. Königstochter, jüngste Königstochter, mach mir auf! Sie hat aber nicht aufmachen. Der Vater ist etwas ernst geworden und hat gesagt, du musst deine Versprechen halten. Gang nur und mach ihn auf. Also hat sie ihm die Tür aufgemacht und der Frosch ist blitsch, platsch reingehüpft und neben sie angeguckt. Hat aus ihrem Teller gegessen und ist nachher müde geworden und hat ihr gesagt, so, jetzt kannst du mich in dein weiche Bettli bringen. Ich will jetzt schlafen. Sie hat angefangen zu brüllen, weil sie hat ein bisschen Angst vor dem kalten Frosch. Dann hat der Vater auf den Tisch geklopft und gesagt, der Frosch hat dir in der Not geholfen. Du darfst ihn jetzt nicht verachten. Also hat sie alle ihren Mut zusammengenommen, den Frosch mit zwei Fingern genommen und ist in ihr Zimmerli aufgegangen und hat ihn in die Ecke gelegt und ist dann schnell ins Bettli gekrochen. Das hat dem Frosch aber nicht gepasst. Er hat auch ins Bettli liegen. Also ist er blitsch, platsch und hüpf gerade ins Bettli gekumpelt. Sie hat den Frosch genommen und an die Wand geworfen. Und in dem Moment ist es passiert. Der grusige Frosch hat sich in einen wunderschönen, jungen Königssohn verwandelt. Oh, sie war ganz aus dem Häuschen gewesen. Und dann hat er ihr erklärt, dass er eben von einer bösen Hex in einen Frosch verzaubert worden ist. Und sie, Prinzessin, ihn von dem bösen Zauber jetzt befreit hat. Am nächsten Tag haben sie überglücklich geheiratet und haben ein wundervolles Leben miteinander verbracht. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie vielleicht heute noch.